So, hallo und zurück bei meiner Videoausgabe zum Thema Update 13, die Pfade der Toten. Ich möchte euch jetzt einmal das neue Inventarsystem etwas näher bringen, was unter anderem mit Update 13 neu in das Spiel implementiert wird. Hier könnt ihr jetzt einmal mein Inventar sehen, so sieht das in der Regel standardmäßig für jeden aus. Jeder sollte das Inventar so zumindest kennen, sage ich jetzt mal. Was ist jetzt hier neu? Ja, neu ist jetzt einmal, dass ihr diese verschiedenen Taschen in der Größe anpassen könnt. Und zwar seht ihr einmal hier so diese gepunktete Linie. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr dementsprechend das Inventar ganz nach eurem Belieben vergrößern, verkleinern und so weiter und so fort. Dann, was unter anderem auch noch neu ist, hier im ersten Inventar habt ihr hier verschiedene Icons. Erstmal könnt ihr hier irgendwie die Sachen alle sperren. Dann habt ihr, ja genau, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr die Sachen irgendwie sperren. Zum Beispiel soll das gesperrt werden oder das. Ah ja genau, jetzt seht ihr da, ist das Schloss nämlich jetzt weg. Jetzt wäre das Schloss wieder da. Vorher ging das ja in der Regel eigentlich fast eigentlich nur beim Händler. So, dann einmal kann man dann hier draufklicken, dann kann man eigentlich den Inventarplatz erweitern. Ja, bisher habe ich jetzt hier eigentlich keinen Inhalt gefunden, dass sich der Inventarplatz erweitern lässt. Ich denke mal, dass dies eventuell in Zukunft vielleicht nochmal irgendwie reinkommen wird, dass die das irgendwie wahrscheinlich nur zum Vorfeld so gemacht haben, um zu gucken, wie das vielleicht ankommt oder wie auch immer. Aber ich denke mal, in Zukunft hat man vielleicht die Möglichkeit, sein Inventar... Oder nee, warte mal, man kann sein Inventar doch erweitern. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, weil auf dem deutschen Server ging das nämlich nicht. Weil ich habe das Ganze ja auf dem englischen umgestellt. Also sein Inventar kann man erweitern, wie ihr das hier in diesen Dingen jetzt sehen könnt. Und zwar können wir hier einmal 5 Slots hinzufügen. Dann können wir hier nochmal 5 Slots hinzufügen und da nochmal 5 Slots. Werden wir gleich mal machen. Erstmal möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar habt ihr hier einmal so einen Edit Mode. Da könnt ihr draufklicken. Jetzt seht ihr hier so die verschiedenen Farben von den Dingern, die belegt sind. Was hat das jetzt damit auf sich? Ja, da gehe ich jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. Und zwar könnt ihr hier zum Beispiel aus Back Nummer 4 einfach mal hier das Ding rausnehmen und zack, da einfügen. Wie ihr seht, habt ihr dann jetzt hier die... den Inventarplatz, sage ich mal, verschoben und hier in die Tasche 2 reingepackt. Rein theoretisch könntet ihr von allen Beuteln, sage ich jetzt mal, diese Dinger da reinschieben und das dann halt sozusagen, dass ihr einen großen Beutel habt. Kann man natürlich so dann just davon machen. So, das werde ich aber gleich mal ausprobieren. So, jetzt habe ich erstmal wieder das Ganze auf Standard hergestellt. So, den Edit Mode machen wir dann jetzt einmal wieder aus. Dann werde ich jetzt mal kurz mir hier in den Shop mal diese Dinger kaufen. Mal gucken, was das genau damit auf sich hat. Wie ihr sehen könnt. Okay. Jetzt lädt der Shop gerade neu. So. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, könnt ihr jetzt einmal 5 Inventarplätze hinzukaufen für 333 Punkte. Ich denke mal, man kann jetzt sozusagen dreimal 5 Plätze hinzukaufen. Ich werde jetzt einfach mal hier alle Dinger kaufen. Und dann schauen wir mal, wo die hinzugefügt werden. Also wenn ich das richtig sehe, könnte man rein theoretisch 15 neue Plätze hinzukaufen. Würde im Prinzip einen kompletten Beutel entsprechen. 1, 2, 3, 4, 5, das sind 15, 15, genau. Also rein theoretisch könntet ihr sozusagen einen kompletten Beutel neu hinzukaufen. Wäre dann natürlich 369, ja 999 Punkte, würde der Spaß halt kosten. So, kaufen wir den ganz anderen Kram auch nochmal. Ich denke mal, dass das Ganze in Zukunft bestimmt noch erweitert wird, dass man wahrscheinlich noch mehr Inventarplätze kaufen kann. Und so besteht dann halt die Möglichkeit, das Inventar immer wieder zu erweitern. Und durch diese Funktion, dass man das ja hier vergrößern kann, kann man das natürlich dann dementsprechend vergrößern.
So, jetzt habe ich mir sozusagen diese 15 Inventarplätze hinzugekauft. Wie ihr sehen könnt, wurden jetzt alle hier in Tasche Nummer 1 hinzugefügt. Jetzt gehen wir dann mal auf Edit Mode und werden mal sozusagen aus den ganzen Beuteln einen kompletten großen Beutel erstellen. So, und somit hätte ich jetzt einen kompletten großen Beutel, den kann man dann natürlich hier noch so ein bisschen zurechtziehen, wie man das halt haben möchte, und dann hat man dann sozusagen einen großen Inventarbeutel. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auch wieder halt austauschen, könnt ihr meinetwegen wieder da alles reinschieben, zack, 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 und dann nimmt das Ganze halt seinen Lauf. Also da lässt sich jetzt auf jeden Fall richtig viel anpassen. Finde ich so eine sehr gute, gelungene Option. Der ein oder andere wird sich sicherlich freuen, dass man das Inventar erweitern kann, weil viele sind immer noch am Schimpfen wegen dem Platzmangel, den die haben. Durch diese Option ist auf jeden Fall dann platzmangeltechnisch, würde ich sagen, ja, eigentlich kein Platzmangel mehr vorhanden. Zumindest für das Erste. Ja, und das war dann halt das Thema Inventar. Und dann gleich im Anschluss werde ich dann nochmal ein Video machen zum Thema Fangornwald. Bis demnächst.